Herzlich willkommen zu Bote TV. Heute sind wir mit der Sea Ray 190 SPXE auf dem Main unterwegs. Die Sea Ray ist für unsere Bote-Testreihe keine Neuheit. Wir testeten sie bereits in der Februarausgabe des Bote-Magazins. Neu ist allerdings das Pfister Sonderausstattungspaket, unter anderem mit synthetischem Teak auf der Badeplattform, Plotter und dem 4,5 Liter Mercruiser Innenborder, der eine beachtliche Leistungssteigerung von 46% bedeutet und das Boot damit völlig verändert. Mit einem Trailergewicht von etwa 1800 Kilogramm ist es trotzdem noch mit einem Mittelklassewagen zu ziehen. Schon auf den ersten Blick wirkt der Bowrider ungemein hochwertig. Schwarzer Rumpf, weißes Deck, zweifarbiges gestepptes Kunstleder auf den Sitzen und graues Kunstleder auf dem Armaturenbrett. Optisch wie haptisch ein echter Hingucker. Doch die deutlichste Verbesserung sitzt unter der großen Sonnenliege im Heck, das Triebwerk von Mercruiser. Ein 6-Zylinder V-Motor mit 200 PS. Auch hier sind die Installationen und GFK-Arbeiten vorbildlich. Egal wohin der Blick fällt, alles ist sauber installiert, auch im Detail gibt es nichts zu meckern. Die Motor- B- und Entlüftung besteht aus 4 großen Schläuchen und Luftschlitzen, die auch bei rasanter Fahrt und heißem Wetter die Temperaturen im Motorraum niedrig halten. Auch ein automatischer Feuerlöscher ist vorhanden. Ein durchweg durchdachtes und gut ausgestattetes Boot. An Deck setzt sich dieser Eindruck fort. Die großen Liegeflächen im Bug und Heck laden zum Sonnenbaden ein, die Sitze sind bequem, aber etwas härter. Der Steuersitz kann gedreht werden und zusammen mit der breiten Bank an Backbord, die den Beifahrersitz ersetzt, kann das Cockpit im Hafen oder vor Anker kurzerhand zu einer gemütlichen Sitzrunde umfunktioniert werden. Der Mercruiser Innenborder ist trotz der Mehrleistung im Standgas kaum noch zu hören. Erhöht man Drehzahl und Geschwindigkeit, nimmt die Sea Ray die Nase kurz hoch, aber dann auch gleich wieder runter. Gute Gleitfahrt erreicht der Bowrider ab 2800 Umdrehungen und rauscht dann mit 20 Knoten über das Wasser. In den Frachterwellen schlägt die Sea Ray aufgrund der Rumpfform hart in die Wellenkämme. Trimmt man jedoch um ein Viertel hoch, springt das Boot weich über die Heckwellen und bleibt bei jeder Landung kontrollierbar. Runtergetrimmt kommt die Sea Ray schnell in Gleitfahrt, erreicht spielend 40 Knoten und geht im Fahrtrim bei dieser Geschwindigkeit immer noch sehr weich über die Wellen. Der Motor allerdings stößt hier deutlich hörbar an den Drehzahlbegrenzer. Ein Zeichen dafür, dass der Propeller zu klein gewählt worden ist. Wenn man das Boot ein wenig übertrimmt, ist leichtes Wippen bemerkbar. Auch als wir mit 35 Knoten in die Kurve gehen und einen engen Kreis fahren und sich das Boot aufschaukelt. Die breite Sitzbank auf der Beifahrerseite kommt nun negativ zum Tragen, denn es ist schwer bei rasanten Manöver Halt zu finden. Mit dem Antrieb nach unten getrimmt gelingt das Kreisen sehr viel besser und das Wippen verschwindet. Den gleichen Effekt erfahren wir bei einer Wende. Mit Trim unten geht das Boot sehr eng um die Kurve, mit Fahrtrim müssen wir weiter ausholen. Auch bei geradeaus- und Slalomfahrt läuft das Boot mit Trim unten optimal und lässt sich auch bei ruckartigen Manövern sehr gut kontrollieren, ohne auszubrechen. Unser Fazit? Die Sea Ray 190 SPXE ist ein schnelles und gut ausgestattetes Boot, das etwas Erfahrung bedarf, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Dann ist sie nicht nur ein kräftiges Sportgerät, sondern mit dem geräumigen Cockpit auch durchaus familientauglich.